Hallo zusammen! Diesmal erwartet euch der zweite Teil der 10 unheimlichsten Spukorte Deutschlands. Legen wir gleich mal los. Nummer 6. Rothenfels-Ebenburg bei Bad Münster. Der Rothenfels ist mit einer Wandhöhe von 202 Metern und einer Länge von 1200 Metern die höchste Steilwand zwischen den Alpen und Skandinavien. Er liegt gegenüber dem alten Ort Ebenburg. Bekannt wurde der Rothenfels durch seine vielen grausamen Selbstmorde, welche auf ihm verübt wurden. Er hat deshalb unter den Einheimischen auch den Beinamen Lieblingsplatz der Selbstmörder. Viele Menschen stürzen sich dort Jahr für Jahr in den Tod. Nicht weniger werden erst einige Zeit später gefunden. Am Tag ist er faszinierend und sogar etwas geheimnisvoll. Geht man jedoch nachts am Rothenfels spazieren, bekommt man einen ganz anderen Eindruck des Felsmassivs. Unheimlich, ein wenig verwunscht und gespenstisch, präsentiert er sich im Mondschein. Hier möchte niemand lange in der Dunkelheit ausharren. Spaziert man die Steilwand entlang oder wagt sich sogar in den sich auf dem Plateau befindlichen Wald, hat man das Gefühl, unsichtbare Augen würden jeden Schritt, den man macht, verfolgen. Manchmal kann man sogar seltsame Lichtpunkte und Lichtgestalten beobachten, die einem folgen. Eine unheimliche Macht ist hier zu Werke, die ihre Macht wie mächtige Klauen nach jedem Menschen ausstreckt, der es wagt, hier nachts entlang zu gehen. Schon unzählige nächtliche Wanderer berichten von dem Gefühl des Beobachtet- und Verfolgtwerdens. Manche vermuten da oben sogar Feen und Kobolde. Sogar Menschen, die nicht an paranormale Phänomene glauben, berichten nach ihrer Rückkehr, dass dort oben irgendetwas nicht stimmt. Wird der Rothenfels vielleicht sogar von einem Berggeist bewacht, wie es viele Anwohner schon oft gesehen haben wollen? Augenzeugen berichten von einer weißen, leicht durchsichtigen, schimmernden Gestalt, die bevorzugt im herbstlichen Vollmondnächten zum Vorschein kommt. Der Geist ist nicht böse, sagen die Anwohner. Man darf ihn nur weder reizen noch necken. Mit Anbruch des Tages verschwindet die weiße Gestalt dann wieder im Inneren des Felsens. Nummer 7. Der Geist der Otteriner Kirche. . 1945 wurde Oderin urkundlich erstmals erwähnt. Oderin und Briesen waren Gutsdörfer und die Bewohner zum größten Teil Landarbeiter. Die alte Fachwerkkirche brannte 1882 bis auf die Grundmauern nieder und wurde leider niemals bildlich festgehalten. Danach wurde eine neue Kirche gebaut, die noch heute zu sehen ist. Aus den alten Tagen, als die alte Fachwerkkirche noch stand, stammt folgende Überlieferung. Einem jungen Mann wurde damals ein dummer Streich zum Verhängnis. Er wollte die Mädchen des Dorfes als Geist verkleidet erschrecken, die abends vom Spinnen nach Hause wollten. Im Dorf war schon immer bekannt gewesen, dass auf dem Kirchhof von Oderin seltsame Dinge vor sich gingen. Es wurde von seltsamen Erscheinungen und Geräuschen der Nacht berichtet. Und ab einer gewissen Uhrzeit kam niemand mehr auch nur in die Nähe dieses Ortes. All diese Warnungen zum Trotz ließ sich der Mann nicht von seinem Vorhaben abbringen und schlich sich am Abend mit einem übergeworfenen Laken auf den alten Kirchhof. Er wartete an der Kirchtür auf die vorbeikommenden Mädchen. Als die Turmuhr der Kirche Mitternacht anzeigte, drangen aus dem Kirchturm auf einmal Schritte und seltsame andere Geräusche nach unten. Voller Panik vernahm der junge Mann zudem ein grausiges Röcheln, welches immer näher zu kommen schien. In panischer Angst rannte der Mann so schnell er konnte nach Hause und verkroch sich zitternd in seinem Bett. Am nächsten Morgen fand man ihn tot mit einem vom Schreck verzerrten Gesicht auf. Bis heute weiß man nicht, was ihn so zu Tode erschreckt hatte. Aber eins ist gewiss, die Dorfbewohner meiden nicht ohne Grund in der Nacht den alten Kirchhof zu Oderin. Nummer 8. Schloss Hirschstein. Auf dem Hirschsteiner Schloss soll eine weiße Frau spuken und nachts durch die Zimmer des Gebäudes ziehen. Erstmalig wurde sie von einem Wärter des Schlosses in dessen Zimmer gesehen. Die weiße Gestalt einer Frau durchschritt das Zimmer, ohne auf Gegenstände oder Wände zu achten, drehte sich ein paar Mal im Kreis und verschwand ebenso lautlos, wie sie gekommen war. Einem Hirschsteiner Jäger soll die gleiche weiße Frau begegnet sein. Eine große Jagd war im Hirschsteiner Gelände angesetzt. Und das Schloss war voller Jagdgäste.
Der Jägermeister saß mit einem jungen Grafen, den er am nächsten Morgen führen sollte, in dessen Zimmer auf dem Schloss, und beide waren in ihre Jagdunterhaltung vertieft. Die Männer redeten viele Stunden, bis es auf einmal Mitternacht geworden war. Während sie sich verabschiedeten, schlug die Turmuhr die 12. Stunde, und siehe, zum Entsetzen der beiden ging beim letzten Glockenschlag geräuschlos die Zimmertür auf. Eine schneeweiße Frauengestalt schwebte an ihnen vorüber und verschwand durch die andere Zimmertür ebenso lautlos, wie sie gekommen war. Die beiden Männer fanden in dieser Nacht keinen Schlaf mehr. Bis heute wurde nicht geklärt, welche Frau das Hirschsteiner-Schloss heimsucht. Nummer 9. Der Geisterzug im Bergwerk. Zwei Bergleute gehen nach der Beendigung ihrer Schicht nach Hause zu dem fast 50 Kilometer entfernten Wohnort. Ihr Heimweg führt durch einen Wald, entlang einer Bahnstraße, die nur für den Grubenverkehr benutzt wird. Der ebenerdige Stollen selbst, der sich an diesen Gleisen anschließt, ist jedoch schon seit Jahren stillgelegt, seit die Fördertürme in größere Tiefen vorstoßen können. Die beiden Bergleute machten sich also nachts auf ihren Heimweg und hörten das Signal einer kleinen Dampflokomotive, wie sie zu jener Zeit benutzt wurde, um die Arbeiter zu dem Stollen und die Kohle von dem Stollen wegzubefördern. Da sie aber auf einem stillgelegten Gleis gehen, beachteten sie das Signal nicht weiter. Einige Minuten darauf hören sie das Signal erneut, nun deutlich lauter. Vor ihnen taucht ein Licht auf, wie das Signallicht einer Lokomotive, und es kommt auf diesem Gleis auf sie zu. Die Bergleute sind verwundert, halten es erst für eine optische Täuschung, bis sie den Zug sehen und hören, der ihnen entgegenfährt. Einige Meter von ihnen und dem Stollen entfernt, hält der Zug an, und aus den Loren stiegen Männer, mit weißen Gesichtern in schwarzer Arbeitskleidung. Einer der Bergleute geriet bei diesem Anblick in Panik und läuft weg, während der andere starr vor Angst sich keinen Meter bewegt. Als der eine Bergmann wieder zu Hause ist, ist sein Haar schneeweiß. Er spricht nicht mit seinen Kindern und mit seiner Frau. Völlig apathisch sitzt er tagelang in seiner Wohnung, bis er endlich seine Beherrschung wiederfindet und seiner Frau erzählt, was er gesehen hatte. Sein Kollege allerdings, der nicht weggelaufen ist, wurde nie wieder gesehen. Diese Erzählung hört man in vielen alten Bergbausiedlungen im Saarland. Teilweise sind es Bergleute, die es erlebt haben wollen, manchmal sind es auch Bahnwärter, an deren Häuschen der Zug der toten Bergleute vorbeigefahren ist. Immer sind es jedoch die Bergleute mit den schneeweißen Gesichtern, die zurück zu ihrer Arbeitsstelle fahren, an der sie ihr Leben verloren haben. Nummer 10. Ehemaliges Kloster Tünsdorf. In eben diesem Kloster gehen scheinbar die Geister mehrerer Verstorbener um. Schon vor vielen Jahren berichteten die Nonnen, welche dort lebten, von seltsamen rasselnden Ketten. In dunklen Nächten solle immer wieder ein Geist kettenrasselnd sein Unwesen treiben. Wenn der Glockenturm die Geisterstunde schlägt, bei dem Geist soll es sich um einen verstorbenen Mönch handeln, der einst in diesem Gemäuer den Tod fand. Sagen die einen, andere meinen, es würden sich um den Geist eines ehemaligen Gefangenen aus der Ritterzeit handeln, welcher hier in Ketten gelegt sein Ende fand. Auch hörten einige der Nonnen oftmals schlurfende Schritte über die Flure gehen. Doch jedes Mal, wenn sie nachsahen, war niemand auf dem Flur, außer sie selbst. Noch heute kann man in besonders dunklen Nächten das Rasseln der Kette zur Mitternachtsstunde vernehmen. Was haltet ihr von diesen Orten? Kennt ihr vielleicht sogar welche davon? Oder habt ihr einige davon in eurer Nähe? Würde mich sehr interessieren, und denkt ihr diese Augenzeugenberichte entsprechend der Wahrheit? Dann schreibt ihr 2 in die Kommentare. Oder denkt ihr eher, das sind bloß Märchen? Dann schreibt jetzt Fake in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch die unheimlichsten Spukorte anderer Länder sehen wollt, zum Beispiel aus Österreich und der Schweiz, dann lasst einen Daumen hoch da, schreibt doch gerne in die Kommentare, von welchem Land ihr euch so ein Video wünscht, und bis zum nächsten Mal. Willkommen auf der Endcard. Links gelangt ihr zum ersten Teil der 10 unheimlichsten Spukorte Deutschlands und rechts gelangt ihr zu den 10 gruseligsten Dingen, die Kinder je gesagt haben. Viel Spaß!